Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum zweiten Spieltag der Fantasy-Bundesliga. Ein dickes Dankeschön, dass ihr dem Format so viel Vertrauen schenkt. Der erste Spieltag wurde sehr, sehr gut angenommen von euch. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Ein paar Informationen, die ich vergessen hatte im ersten Part zu erwähnen, also die Spielstärken, die sind angepasst. Das heißt, jede Mannschaft hat eine Gesamtstärke von 85. Es ist also komplett offen. Braunschweig kann gegen Gladbach gewinnen. Stuttgart kann gegen Bayern gewinnen. Können sie sowieso, aber mit der gleichen Gesamtstärke sowieso. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ansonsten, heute ist noch keine Konferenz dabei. Am Samstag oder am Sonntag, wenn die nächste Folge kommt, dann will ich durchaus mal eine Konferenz versuchen. Wahrscheinlich dann nur für eine Staffel und in der kommenden Folge und der kommenden Woche dann für die andere. Aber auf jeden Fall ist eine Konferenz in diesem Format auch mal angedacht. Ansonsten, ja, wir wissen erstmal noch nichts, wann es weitergeht mit der Bundesliga. Wir haben hier erstmal 9 Folgen mit diesen 9 Spieltagen vor uns. Schauen uns das Ganze genauer an, wann es dann weitergeht. Auch Playoffs stehen ja hier noch an. 2 bis 3 Folgen werden hier in der Woche wahrscheinlich erscheinen. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Spielplan werde ich vermutlich auch in Kürze einmal komplett veröffentlichen. Ansonsten soll es das gewesen sein. Die Tabelle von mir ist noch ein bisschen arg zusammengeschustert, aber zeigt erstmal den richtigen Stand an. Wenn ihr da gute Grafiker seid, dann informiert mich gerne per E-Mail, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Also schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr gute Grafiker seid. Ansonsten danke nochmal fürs Reinschalten. Jetzt geht's los mit der ersten Partie Schalke gegen Köln. Viel Spaß dabei. Der erste Spieltag lief für beide Mannschaften unterschiedlich erfolgreich ab. Der FC Schalke 04 gewann gegen Braunschweig mit 2:1, Köln verlor mit 2:1 gegen den VfL Bochum. Die Geißböcke hier aber hellwach von Beginn an. Cordoba legt rüber zu Marc Uth. In der 8. Spielminute stand es 1:0. Die in weiß gekleideten Gäste legten richtig gut los und verdienten sich so auch die frühe Führung. Und sie hatten die Möglichkeit nachzulegen. Florian Kainz hat viel Platz, sehr viel Platz sogar. Kommt mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck. Vor den Kasten der Schalker. Aber dann ist Nübel da und lenkt den Ball gegen den Pfosten. 45 Minuten waren von der Uhr. Die Gäste, die klar bessere Mannschaft und dementsprechend auch absolut verdient in Front. Der zweite Durchgang zeigte dann aber ein bisschen anderes Bild. Königsblau erwachte so aus dem Schönheitsschlaf. Alessandro Schöpf zu Benito Rahman. Das erste Mal, dass Timo Horn eingreifen muss, macht er dann direkt richtig stark. Wunderbare Reaktion, fährt die linke Pranke aus. Wieder Schalke, Harit versucht sich artistisch in Szene zu setzen. Der war nicht leicht zu nehmen. Schalke machte es jetzt deutlich besser, doch der Treffer wollte nicht fallen, sodass wir uns jetzt schon in die Schlussphase begeben können. Da hatte der erste FC Köln noch einmal Anspruch nach vorne, sich zu Wort zu melden. Jakobs mit der Flanke. Dominik Drexler macht alles klar. 83. Minute, wunderbare Direktabnahme. 11,5 Meter vom Kasten entfernt. Er entscheidet das Ding. Köln gewinnt zum ersten Mal in dieser Liga mit 2:0 gegen den FC Schalke 04. Die müssen die erste Niederlage hinnehmen. Braunschweig und Gladbach konnten beide am ersten Spieltag keinen Dreier einfahren. Gladbach holte sich wenigstens einen Punkt gegen den FC St. Pauli. Braunschweig ging mit leeren Händen vom Platz. Blau-Gelb aber hier in der Anfangsphase richtig bemüht, vor eigenen Zuschauern erstmal den Treffer zu erzielen. Guter Schuss von Merveli Biancardi, aber Jan Sommer fährt den Fuß aus. Das war die Riesenchance zur Führung. Und es gab noch eine vor dem Seitenwechsel. Nick Proschwitz legt zurück. Abgewehrter Ball, Jan Sommer kommt nicht klar mit diesem Ball durch den 16er, wehrt ihn schwach ab, aber wieder Biancardi, der scheitert diesmal aus spitzem Winkel, trifft dann nur
das Aluminium. Er hatte die Treffer auf dem Fuß, er hier, aber er konnte sie einfach nicht erzielen. Gladbach bis dahin nahezu unsichtbar. Jetzt nach dem Seitenwechsel vielleicht etwas wacher. Player scheitert an Fejzić, doch Stindl ist hellwach, setzt nach und bringt in der 52. Minute die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch Braunschweig wollte das noch lange nicht wahrhaben. War auch noch Zeit. Kobylanski mit der Flanke. Proschwitz nimmt den Ball aus der Luft. Wir sehen es in der Wiederholung, da war durchaus eine Hand im Spiel. Hätte man auch über Elfmeter diskutieren können. Hier gab es keinen. Gladbach war mittlerweile aber auf Augenhöhe. Verdiente sich nach und nach diese Führung, wenngleich Braunschweig immer den Ausgleich in Sichtweite hatte. Jetzt Matthias Ginter. Schwer den aufs Tor zu bringen, er macht es trotzdem. Super gemacht, fieser Aufsetzer, Fejzić kommt daher nicht mehr ran. Dann trifft der Ball aber nur den Außenpfosten. Wir springen in die 90. Minute, noch einmal Braunschweig. Feigenspahn mit der Flanke, Elvedi kann es nicht klären. Aber der Ball war von Kobylanski zu schwach aufs Gehäuse gebracht. Jan Sommer hält ihn fest und somit auch das knappe 1:0 für die Gäste. Braunschweig war wirklich mindestens auf Augenhöhe, aber sie stehen wieder mit leeren Händen da. Hamburg gegen Ostwestfalen, der FC St. Pauli empfängt die Arminia aus Bielefeld. Die in blau gekleideten Gäste waren hier von Beginn an bemüht, dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken. Pauli bringt sich da hinten selbst in Bedrängnis. Fabian Klos, Edmundson zu Sebio Suku. Pech für Bielefeld und Glück für die Gastgeber. Das hätte schon ganz früh bestraft werden können. Doch dann kam Braun-Weiß nach und nach besser in die Partie. Waldemar Sobotta, ein Übersteiger vom Polen. Dann ist Stefan Ortega Moreno in letzter Instanz dazwischen. Hat etwas gegen den Einschlag und fährt die Hand aus. Sehr gute Parade, aber auch vorher gute Aktion von Sobotta. 40. Minute, noch einmal die St. Paulianer. Finole Becker, Flanke von Miyaichi, nicht so schlecht. Dann ist Becker auch relativ frei. Den Kopfball bekommt er aber nur ans Außennetz. Somit mussten wir über 45 Minuten auf den ersten Treffer warten in dieser Partie. Chancen gab es, aber eben noch keinen Einschlag. St. Pauli mittlerweile spielbestimmend. Sobotta, Zander, Fährmann. Sobotta zu Fährmann. Der große Niederländer nun auch mal in Szene. Bis dahin relativ unsichtbar, was schon erstaunlich ist bei über 2 Metern Körpergröße. Jetzt Bielefeld nach einer Standardsituation mal. Florian Hartherz, Jabo in die Mitte gelegt, Fabian Klos mit dem Treffer, doch die Jubel kam gar nicht auf. Hier in dieser Szene soll eine Abseitsposition vorgelegen haben. Es ist nur zu erahnen, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Das müssen wir dann einfach mal so glauben. Abgepfiffen war die Szene nämlich schon vor dem Treffer. 90. Minute, jetzt nochmal St. Pauli, Diamantakos. Legt zu Rico Benatelli. Diesmal kein Abseits. Diamantakos! 90. Minute. Die reguläre Spielzeit fast abgelaufen. Und der FC St. Pauli sticht doch noch zu. Entscheidet die Partie somit für sich. Gewinnt glücklich durch das späte Tor, aber nicht unverdient gegen Bielefeld mit 1:0. Die Gäste hatten eine sehr kurze Anreise, 24 Minuten knapp. Mit dem Auto sind sie unterwegs oder etwa die gleiche Zeit mit der Regionalbahn. Es war ein waschechtes Derby, kann man durchaus so sagen. Der VfL Bochum hatte die besseren Karten zunächst auf der eigenen Habenseite. Robert Jul in der 12. Spielminute
Was für ein Abschluss, ballert den ins kurze Eck. Roman Bürki aber war etwas überrascht, dementsprechend auch kein Vorwurf. Der war gut geschossen und schwer zu halten. Bochum setzte nach, Danny Blum mit der Flanke in den Rückraum geklärt. Gamboa, naja, immerhin mal wieder ein Versuch mit der Direktabnahme. Der ging aber deutlich vorbei. Der BVB meldete sich kurz vor der Pause nochmal zu Wort. Und wie Erling Haaland ist mit dem Fuß dran und dann kullert er ganz minimal am Pfosten vorbei. Ärgerliche Szene, das hätte der Ausgleich sein können. So blieb es beim 1:0 zur Pause, war ein unterhaltsames Spiel. Bochum war die etwas bessere Mannschaft. Zweiter Durchgang eröffnet durch eine Standardsituation. Eckball von der rechten Seite. Marco Reus schaut sich die Mitte aus. Kopfball Hummels in die Arme von Riemann. Sollte aber zeigen, in welche Richtung es für den BVB gehen sollte. In den zweiten 45 Minuten. Und es sah auch deutlich besser aus. Jadon Sancho. Eine Einzelaktion. Geht da über die rechte Seite. Findet Haaland in der Mitte. Stunde gespielt. Die Partie war wieder im Gleichstand. Da halten Dekali und Leitsch zu viel Abstand zu Haaland, der schlägt dann eiskalt zu. Hier wieder Haaland, der das Kopfballduell gewinnt, aber nicht den Ball zu seinen Mitspielern bekommt. Pantovic, Meier legt rüber und da ist Danny Blum. 84. Minute, die erneute Führung für den VfL Bochum. Der Nackenschlag für Dortmund. Jetzt mussten sie den Lucky Punch bekommen. Hakimi, der rechte Außenverteidiger, nur noch vorne unterwegs. Hat das Auge für Emre Can und der Ball geht doch noch rein. 90. Minute, der Ausgleich, das 2:2. Riemann ist noch dran, aber kriegt ihn nicht mehr rausgefischt. 4 Tore gleichmäßig verteilt. Eine tolle Partie. Bitter für Bochum durch das späte 2:2, aber das geht schon so. In Ordnung. Nordderby in der Nordstaffel und es ist so ein richtiges Nordderby. Viel traditioneller kann es eigentlich kaum gehen. Der SV Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Die dunkel gekleideten Gastgeber legten hier deutlich besser los. Osako zu Eggestein, da wird nicht lange gefackelt. Viertelstunde gespielt. Bisschen abtasten und dann voll drauf. Der Führungstreffer für Bremen absolut verdient. Der HSV wollte nach dem 1:1 im ersten Spiel gegen Bielefeld aber nicht gleich mit einer Niederlage in den zweiten Spieltag starten. 36. Minute, Lukas Hinterseher gleicht aus. Bisschen wie aus dem Nichts, aber es reichte, um mit der Punkteteilung zumindest erstmal in die Katakomben zu kommen. 45 Minuten stand ja noch auf dem Papier und jetzt war der HSV die bessere Mannschaft. Lukas Hinterseher und Pavlenka, der aufpasst vor der eigenen Kurve, den super rauskratzt. Der ein oder andere hatte den wahrscheinlich schon drin gesehen, aber er kommt da noch ran. Bald die Faust feiert sich komplett zurecht dafür ab. Von den Spielern aus dem heimischen Weserstadion kam dann nicht mehr viel. Jetzt aber der HSV am Drücker. Aaron Hunt hatte hier ja eine schöne Vergangenheit. Vielleicht die beste Zeit oder wahrscheinlich die beste Zeit in seiner Karriere. Die letzte Aktion gehörte auch dem HSV. Hinterseher zu Khaled Naray. Was für ein Pass und Adrian Fein hat den Derby-Sieg auf dem Schlappen. Scheitert aber wieder an Pavlenka. So bleibt es bei der Punkteteilung, die nach dem zweiten Durchgang auf jeden Fall schmeichelhaft für den SV Werder Bremen ist.
Das erste Spiel der Südoststaffel gehörte dem Karlsruher SC und dem FC Bayern München im Wildparkstadion. War der deutsche Rekordmeister zu Gast Karlsruhe, aber sah hier besser aus. Wunderbarer Ball von Gondorf auf Marvin Wanicek. 18. Minute das 1:0 für den KSC. Der FC Bayern war noch nicht richtig wach und dann erwischt Wanicek Neuer auf dem falschen Fuß. Und es sah richtig gut aus, was der Karlsruher Sportclub hier ablieferte. Nächste Chance. Boateng ist noch mit drin in der Szene. Neuer kommt nicht mehr ran, sieht dann aber auch, dass der Ball vorbeigeht. Die dicke Möglichkeit zur 2:0 Führung. Jetzt der FC Bayern München aber auch gefordert. Im ersten Spiel gewann sie das Stadtderby gegen 1860. Hier sah es fußballerisch schwächer aus. Müller mal mit der Flanke. Und die Riesenmöglichkeit für Thiago. Die Flanke ist super, der Kopfball aber nicht gut genug gesetzt. Hier war knapp über eine halbe Stunde gespielt. Mehr passierte dann nicht. Karlsruhe also 1:0 in Führung. Das war absolut verdient, aber auch noch ausbaufähig. Der FC Bayern München für einen Treffer immer gut. Zweiter Durchgang jetzt. Wir bewegen uns auf der linken Außenbahn. Davis bringt den Ball ein bisschen ins Zentrum, aber wieder raus zu Serge Gnabry. Am zweiten Pfosten ist Thomas Müller. Aber der trifft nur das Aluminium. Pech für die Bayern. Sie waren jetzt aber dran. Kimmich und Thomas Müller. Jetzt wird auch gezaubert mit der Hacke. Müller in den Rückraum gelegt. Thiago! Jetzt hat er seinen Treffer. 54. Minute, die Großchance noch. In der 34. Minute vergeben, schlägt jetzt zu. Doch das letzte Wort gehörte dem KSC. Noch mal eine Möglichkeit. Ben Hatira setzt sich gegen Boateng durch. Ben Hatira auf Anton Fink und der Ball ist im Kasten. 85. Minute, weil Ben Hatira hier drin bleibt. Sich Alaba und Davis beide verschätzen und Neuer auf dem Weg in die falsche Ecke ist. Der Karlsruher SC gewinnt mit 2:1 gegen die Bayern und über 90 Minuten gesehen ist das durchaus verdient. Der TSV 1860 München empfing Eintracht Frankfurt. Es war in der ersten Halbzeit eine absolut zähe Nummer. Es gab fast gar nichts zu erzählen oder anzuschauen. Jetzt mal die Frankfurter in der Mitte des ersten Durchgangs. Gacinovic, Sebastian Rode. Jetzt die Möglichkeit. André Silva versucht da Hiller zu überwinden. Verfehlt das Ziel. Recht knapp. Viel mehr war dann auch nicht rauszuholen aus dem ersten Durchgang. Dementsprechend wechseln wir einmal die Seiten und dann kann es in den zweiten 45 Minuten hoffentlich besser weitergehen. Das war bislang noch nicht wirklich was. 1860 wartete viel ab. Das 1:0 gegen den FC Bayern München bzw. das 0:1 mussten sie wohl noch verkraften. Frankfurt gewann ja mit 1:0. Und dementsprechend breit war jetzt auch die Brust. Das mussten sie sich vielleicht nochmal vor Augen führen. Timothy Chandler ist da am zweiten Pfosten, setzt den Kopfball knapp vorbei. Hiller auch noch dazwischen. Jetzt eine Standardsituation. Mijat Gacinovic. So einer muss dann einfach rein. Sehr gute Möglichkeit. Wieder nur das Außennetz. Die blauen Münchner, die waren hier haushoch unterlegen. Man konnte sich das nicht so recht erklären. Jetzt wieder Frankfurt. Gacinovic macht es dann zu kompliziert. Vielleicht überhastet. Hiller ist da. Passt auf. Schlussphase. 1860. Jetzt mal mit dem Mute. Quirin Moll, Stefan Lex, der legt raus zu Wiltsch. Der ist im 16er. Wiltsch und Dennis Dressel. Mit dem 1:0, 90. Minute.
Unfassbar, sie schlagen doch noch zu. Dressel entwischt da David Abraham und nickt das Ding ganz einfach ein. Das Endergebnis mit wirklich einer guten Tormöglichkeit holt sich 1860 im zweiten Spiel den ersten Dreier. Der 1. FC Kaiserslautern gegen die SG Dynamo Dresden im Fritz-Walter-Stadion. Eckball von der linken Seite, die Roten Teufel waren hier zu Beginn deutlich überlegen. Pick mit der Flanke und da ist Kevin Kraus. Riesenmöglichkeit, aber wie sein Namensvetter Kevin Broll den da rausfischt, das ist ihm vielleicht selber nicht mal bewusst. Ein unglaublicher Reflex, der hier das torlose 0:0 festhält. Die Gäste holten sich gegen Rostock am ersten Spieltag ein 1:1. Hier war man wohl wieder auf Unentschieden aus, denn nach vorne ging nicht wirklich viel. Stattdessen nochmal der 1. FC Kaiserslautern. Doch Broll war bis dato noch nicht zu überwinden. So ging es mit 0:0 in die Pause. Der FC Kaiserslautern verlor ja gegen Frankfurt kurz vor Schluss mit 1:0. Ähnliches Bild im zweiten Durchgang. Wieder Kaiserslautern. Timmy Thiele lange am Ball, legt rüber zu Bachmann. Wieder Broll, den kann er sogar festhalten. Eine seiner leichteren Übungen. Doch die Roten Teufel wurden jetzt noch drückender. Bachmann, starke Timmy Thiele. Und da ist er, 65. Minute. Die überfällige 1:0-Führung für Kaiserslautern. Und da ist dann auch Kevin Broll geschlagen. Das änderte sich nicht bis in die Schlussphase. Skalatidis schickt nochmal Timmy Thiele auf die Reise. 89. Spielminute, Timmy Thiele macht alles klar mit seinem Doppelpack. Bleibt kühl, überwindet Broll zum zweiten Mal. Lange bissen sie sich die Zähne aus, holen sich am Ende den gerechtfertigten Lohn, weil Dresden einfach nicht auf der Höhe war und hier mit 0 Punkten wieder nach Sachsen fährt. Mannheim stach zuletzt noch spät zu, holte sich in der 90. Minute den 1:0-Sieg gegen den Karlsruher Sportclub. Gegen den FC Nürnberg waren sie das erste Mal zu Hause gefordert und sie lieferten durchaus ab. Ferrati, der Siegtorschütze von diesem Sieg, legt hier diesmal auf für Valmir Suleimani. Doch Christian Matenia ist auf der Höhe. Passt auf, fischt den raus, der war eben nicht platziert genug. Geschossen. Doch Mannheim weiterhin klar überlegen. Die Klubberer machten hier nicht wirklich gut mit. Das war abwartend, das war verteidigend und das teilweise inkonsequent. Valmir Suleimani, jetzt wird es bestraft. 25. Spielminute. Das 1:0 für den SV Waldhof Mannheim. Ging natürlich absolut klar. Vielleicht jetzt mal Nürnberg. Sie waren gefordert. Am ersten Spieltag gab es ein Unentschieden gegen Stuttgart. Mal nachlegen, eventuell. Sorg mit der Flanke. Kopfball Sörensen. Immerhin mal ein Torabschluss. Dass es nicht wirklich gefährlich wird, muss man gar nicht erwähnen. Also 1:0, weil Valmir Suleimani hat den Treffer des Tages bislang erzielt. Nürnberg hatte noch ganz viel Luft nach oben, zeigte jetzt aber eine andere Einstellung. Hanno Behrens zu Patrick Erras und Königsmann. Diesmal muss er wirklich zeigen, wo seine Qualitäten liegen. Hier mal in der Reaktion. Sehr gute Parade, sehr guter Abschluss. Am Ende ist der Keeper der Sieger. Freischussmöglichkeit. Super Position. Johannes Geis ist ein Fachmann normalerweise für solche Dinger. 20 Meter. Johannes Geis!
62. Minute der Ausgleich, aber auch bisschen Profiteur, dass sich Königsmann eindeutig verschätzt. Da wäre er durchaus rangekommen. Mannheim mit dem Mute der Verzweiflung. Jetzt vielleicht nochmal in der Schlussphase. Ferrati sucht seine Mitspieler. In der Mitte ist aber nur Mavropanos. Der Klubberer klärt und hält damit das 1:1 fest. Mannheim verpasste es, mehrere Tore zu erzielen. Und so müssen sie sich mit dem 1:1 zufrieden geben. Der VfB Stuttgart kam am ersten Spieltag nicht über ein 1:1 gegen den ersten FC Nürnberg hinaus. Der FC Hansa Rostock stand ebenfalls am Ende mit einem Punkt da. Die erste Hälfte ging klar an die Kogge. Opoku legt zurück und Butzen. Eine unfassbare Chance. Den vergibt er fast kläglich. Klar, Carazzo ist noch dazwischen. Das ist auch ein bisschen Pech. Und viel Glück für die Schwaben trotzdem. Das muss ganz klar der Führungstreffer sein. 0:0 nach 45 Minuten. Was die Stuttgarter hier ablieferten, war allerdings etwas bedenklich. Das war kein gutes Spiel der Gastgeber. Da hatten die eigenen Fans nicht sonderlich viel zu bestaunen. Und es ähnelte sich dann das Schauspiel im zweiten Durchgang. Butzen. Eine Annäherung in dieser Situation mehr noch nicht, aber weiterhin Hansa Rostock, die überlegene Mannschaft. Scher fängt hier einen Befreiungsschlag ab, legt schnell zu Pepic, Nathai zu Jean Verhoek und die verdiente Gästeführung. 61. Minute. Vorbei an Kobel, hinein ins Glück. Davon erholten sich die Gastgeber auch nicht mehr. Phillips versucht den Ball zu klären. Kopel irrt durch den Strafraum. Carazzo mal wieder dazwischen. Opoku an die Latte. Mienis Pepic beendet das Schauspiel. 71. Alles vorbei. Verrückte Szene, die den Treffer verdient hatte. Und er fiel dann auch. Rostock gewinnt zum Abschluss des zweiten Spieltags in der Südoststaffel. Absolut verdient. In der Mercedes-Benz Arena mit 2:0. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Episode. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video und adios.